Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russland weist Verantwortung für Raketenbeschuss von Odessa zurück. Der türkische Verteidigungsminister Akar sagte, man stehe mit beiden Ländern in Kontakt. Moskau habe versichert, dass Russland nichts mit dem Angriff zu tun habe und den Vorfall untersuchen wolle. Laut ukrainischem Militär wurde der Hafen von Odessa von zwei russischen Raketen getroffen. Orbán kritisiert EU-Sanktionen gegen Russland. Der ungarische Ministerpräsident verlangt von Brüssel erneut einen Strategiewechsel im Ukraine-Krieg. In einer Grundsatzrede vor der ungarischen Minderheit in Rumänien sagte er, die Strafmaßnahmen gegen Moskau würden nicht funktionieren. Sein Land sieht er im Kampf mit dem Westen, der Ungarn fremde Werte aufzwingen wolle. WHO ruft wegen Affenpocken Gesundheitsnotstand aus. Es ist die höchste Alarmstufe bei einer Gesundheitsbedrohung. Konkrete Folgen hat das nicht, soll aber die Mitgliedsländer dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen. Laut WHO wurden bislang etwa 16.000 Fälle in mehr als 50 Ländern registriert. In Deutschland meldete das RKI bis gestern knapp 2.300. Christopher Street Day in Berlin. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Einschränkungen gab es heute wieder einen großen Demonstrationszug. Die Polizei zählte 150.000 Teilnehmende, die unter dem Motto Vereint in Liebe gegen Hass, Krieg und Diskriminierung durch die Innenstadt zogen. Zum ersten Mal hatten Kanzleramt, Bundestag und Bundesrat zu der Veranstaltung die Regenbogenflagge gehisst. Vingegaard vor erstem Gesamtsieg. Bei der vorletzten Etappe der Tour de France von La Capelle-Marival nach Rocamadour verteidigte der Däne sein gelbes Trikot des Gesamtführenden. Er führt nun mit 3 Minuten 34 vor Titelverteidiger Pogacar. Den Tagessieg beim Einzelzeitfahren holte der Belgier Wout van Aert. Das Wetter. Morgen vielfach ausgiebig Sonnenschein und nur ein paar lockere Wolken. Im Nordwesten zeitweise stärker bewölkt, aber nur vereinzelt ein paar Tropfen. 22 bis 34 Grad.